Heute in 10 Tagen startet ja die neue Season und zwar ganz genau am 25.08. soll übrigens ein Freitag sein. Ich denke mal aber, dass richtig die Season am Samstag starten wird. Vielleicht am Freitag die Server offline gehen über Nacht und dann am nächsten Tag am Samstag am 26.08. gehen sie dann um, keine Ahnung, 11, 12, 13 Uhr wieder online und dann können wir die neue Season 4 spielen. Heute werden wir uns ein paar Infos dazu anschauen, gerne liken und ganz wichtig Kanal abonnieren. Falls ihr irgendwie V-Bucks braucht oder PSN-Karten, dann checkt mein Partner Instant Gaming ab. Alles ist in der Beschreibung verlinkt. Günstige Spiele und PSN-Karten, alles mögliche findet ihr hier. Hier unten findet ihr die PSN-Karten. Falls ihr nach etwas Speziellem suchen solltet, geht über meinen Link drauf. Dann drückt ihr hier auf Nintendo, habt ihr hier die ganzen Nintendo-Sachen. Geht auf Xbox, habt ihr hier auch günstigere Xbox-Guthabenkarten, günstige Switch-Karten. PSN-Karten sind so hier das Beste, was man sich gerne gönnen kann. Also falls ihr was braucht, Link in der Beschreibung, checkt es gerne ab. Kommen wir mal zu der Season 4. Mein Stream für die neue Season ist jetzt hier schon mal auf den 25. August geplant. Kann sich natürlich noch ändern auf den 26. Je nachdem, wie Epic Games dann die Season starten wird. Gerne rübergehen und gerne liken. Ziel ist es vor. Das wird ein bisschen schwierig, aber mal schauen, ob wir es schaffen. Vor Season Start, also ihr habt ganz genau 10 Tage lang Zeit. Ich habe vor, 1500 Likes hier voll zu machen vor dem Stream. Mit eurer Hilfe bestimmt easy. Könnte machbar sein. 1500 Likes ist das Ziel vor Season Start. Ich verlinke euch mal den Stream in den Kommentaren. Geht gerne rüber, drückt drauf, Like da lassen und eine Benachrichtigung könnt ihr auch aktivieren. Das Bild hier wird übrigens noch geändert, hat jetzt denke ich mal nicht viel mit der Season 4 zu tun, weil die Season 4 soll nämlich irgendwie so blutmondmäßig sein. Wird denke ich mal auch oder sollte auch eigentlich Halloween-Thema mit enthalten sein, deswegen Blutmond und Halloween würde irgendwie passen. Und da sind jetzt so zwei Skins, die gerade so am Start sind, da wo so rumspekuliert wird, dass das die ersten Battle Pass Skins sein werden. Und zwar der hier. Das wird gerade so rumspekuliert, also muss nicht sein, aber es sieht irgendwie sehr gut aus, dass das hier im nächsten Battle Pass drin sein wird. Dieser Skin. Er sieht nicht schlecht aus, ich finde das Animierte recht geil, aber so der Rest ist ein Standard-Skin für mich. Dann haben wir auch noch einen weiteren Skin, der drin sein könnte, und zwar ganz genau die Dame. Könnte ich mir irgendwie gut vorstellen als Level 100er Skin mit verschiedenen Stufen. Sieht okay aus, haut mich aber auch jetzt nicht wirklich um. Ich hoffe, dass der nächste Battle Pass richtig wild wird, wegen Halloween. Halloween eh geil und nach der Season 4 kommt dann Chapter 5 im Dezember, Weihnachten und da ist sowieso Feierabend. Weihnachten, neues Chapter, da kracht es komplett. Aber Halloween wird auch sehr, sehr geil werden. Ich bin gespannt, was reinkommen wird. Also das sind so die ersten Skins, die wir im nächsten Battle Pass erwarten können. Kann sich natürlich noch ändern. Aber geht mal davon aus, dass irgendeiner davon reinkommen wird. Ansonsten gibt es keine Infos mehr. Denkt daran, die 1500 Likes voll zu machen beim Stream. Ansonsten im Item Shop gerne noch schauen, ob mein CC drin ist. Für eine neue Season, für den neuen Battle Pass oder sonstiges gerne eintragen. Und dann beende ich auch hiermit das kurze Video.